Nun ist es endlich soweit. Wir haben die Demo-Abschnitt durchgespielt und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir jetzt herausfinden, was passiert nach der Demo. Es war jetzt nicht die Demo, es war trotzdem die Vollversion. Wir haben trotzdem den Abschnitt der Demo nochmal spielen müssen. Und ja, aber erstmal herzlich willkommen hier zu Final Fantasy VII Rebirth auf der PlayStation 5, auf Twitch natürlich und mit Livestream und natürlich Live-Chat. Ob jetzt um diese Uhrzeit einer noch anschaut unter der Woche, weiß ich nicht, aber hey, für alle anderen, die das später anschauen, so wie auf YouTube, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian HG3000 und wir spielen jetzt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr es seid, dann bleibt dran und auf geht's. Let's go! Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. War Sephiroth nicht? Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ich bin es. Mutter, lass uns diesen Planeten zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Nicht, Mutter. Von nun an
Du hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Das ist meine letzte Erinnerung. Mehr weiß ich leider nicht. Hey, 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 hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Und die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal, also ich hab das geglaubt. Oh, na sowas. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Was auch immer damals passiert ist, unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Was hat er all die Zeit gemacht? Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern und sich dann zum Herrscher über alles machen. Nach 5 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken ist voll verspannt. Zeig mal her. Oh, weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Gute Nacht. Bist du noch wach? So gerade noch. Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Na, du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal. Bis es mir genommen wurde. Ausgelöscht wurde. Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das
klingt sicher komisch. Aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim. Cloud, bist du wach? So, ja, die Herberge von Calm. Jetzt sehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr von der Welt, von dem Gebäude oder von den kleinen Herberge sozusagen. Mal gucken. Gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Schauen wir uns mal kurz um. Das sieht nicht danach aus. Die schlafen alle und lassen wir sie weiter schlafen, würde ich sagen. Habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Kein Thema. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich wollte dich bloß etwas fragen. Können wir kurz reden? Klar. Okay, aber nicht hier. Komm mit. Aber gerne doch. Na, leider ist es verschlossen. Das einzige Zimmer ist wohl dann nicht gewährleistet. Meine Hand. Wer ist also diese Frau? Ein Rat. Vertrau ihr besser nicht. Okay. Mal gucken, wie sie unten aussieht. Interessant. Was ist mit dir? Ist dir nicht wohl? Du siehst so bleich aus. Plagt dich eine alte Verletzung? Ist wahrscheinlich schwer zu glauben, aber ich habe auch mal Shinra gedient. Und manchmal spüre ich sie noch, die Narben von früher. Dass ich Shinra gedient habe, ist schon ziemlich lange her. Warum legst du dich nicht noch etwas hin? Dass ich Shinra gedient habe, ist schon ziemlich lange her. Okay. Ja, man muss es halt sowas wie bei Dark Souls machen, immer mehrmals ansprechen und jede Information rauszuholen. Und mal gucken, was haben wir denn noch hier so Schönes? Da geht's wahrscheinlich raus. Okay. So, dann gehen wir halt hoch zu Tifa. Okay. Bevor wir weitermachen, drücke ich mal kurz Pause. Ist immer noch nicht geöffnet. Ich bin echt gespannt, ob wir unsere Sachen verwenden dürfen, die wir im vorigen Teil, also im ersten Kapitel, erhalten haben. Midgar liegt da drüben, oder? Weißt du... Ich wollte dich auch was fragen. Nur zu? Ich hab dich gesehen. Damals im Reaktor. Du warst verwundet. Und du hast verdammt stark geblutet. Ich war sicher, du würdest sterben. Mhm. Oh. Soll das etwa heißen, du misstraust mir? Dass ich jemand ganz anderes bin? Hm?
hätte nicht im Traum erwartet, dass du sowas denkst. Hier, sieh doch. Da, meine Narbe. Wenn Meister Sangan nicht gewesen wäre, wäre ich wohl wirklich tot. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu retten und zurückzutragen. Der Arzt im Dorf hat mich noch nachts operiert. Und die Krankenschwestern waren die ganze Zeit über bei mir. Nur dank ihres Einsatzes bin ich noch am Leben. Und wo warst du? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? In all den 5 Jahren. Das ist alles unter Verschluss. War ja klar. Ich gehe zurück aufs Zimmer. Die rücken echt mit der Wahrheit nicht raus. Das ist so. Und man durfte auch irgendwie nicht mal hingucken. Ich habe keine Narbe gesehen. Tifa, komm mal zurück. Muss das genau untersuchen. Aber okay. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir einfach wieder runter. Die tröten immer noch rum. Anscheinend waren wir doch nicht so gute Freunde, wie ich immer gedacht habe. Kann sein. Und ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Tja. Soll ich sie besser in Ruhe lassen? Okay. Ja, das ist halt schwierig bei Frauen. Wieso sitzt der immer noch hier? Warum legst du dich nicht noch etwas hin? Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. immer, wie gesagt, schwierig bei Frauen. Ab wann sollte man hinterhergehen und wann nicht halt, ne? Wer wohnt da drin? Ne? Wer schläft da drin? Ne? Stress? Nein. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Probleme. Klar. Nacht. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. So, wir haben am Tag jetzt Kontrollpunkt aktualisiert und im Live-Chat hat sich schon jemand gemeldet. Hey, what's up? Alles gut. Wir spielen hier auf Final Fantasy natürlich und ich würde sagen, wir starten hier weiter direkt hinein, um herauszufinden, was uns hier alles Schönes erwartet jetzt. Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Oh, Blut der Königin? Wir haben ein Starterpaket bekommen. Paket. So, du kannst ab sofort das Kartenspiel Blut der Königin spielen. In vielen Städten findest du Karos Katokereros, die nur auf eine Herausforderung warten. Stelle dein Können auf die Probe und ergatte bei einem Sieg neue Karten für dein Deck. Auf der Karte sind andere Kartenspieler mit diesem Zeichen markiert. Besiegst du sie, erscheint an anderen Orten neue, stärkere Kartoreros. Dein Deck kannst du im Hauptmenü unter Kartendecks sammeln.
Das erinnert mich halt voll extrem halt an Final Fantasy VIII. Und das freut mich halt. Hallo, darf ich? Möchtest du da? Ja! Aber sowas von! Her damit! Queen's Blood. Dein Zug. Das ist wieder so schön. Es ist halt jetzt nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Lass uns erstmal überraschen. Denn was das Wichtige ist, halt, ob das wirklich so ein bisschen passiert ist wie das Original oder hier doch ein bisschen anders gemacht ist. So, bei Blut und Königin legen die Spieler abwechselnd Karten in die Reihen auf dem Spielbrett ab. Ziel ist, in jeder Runde die stärksten Karten zu haben. Karten kannst du auf den Feldern in deiner eigenen Farbe legen, auf denen ein kleines Figürchen stehen. Probier es direkt mal aus. So, wir sollen die hier verwenden. Alle anderen nicht. So. Ah, okay. Nee, möchte ich nicht. Okay, ich muss. Bam. Okay, Gegner ist am Zug. So, sobald du eine Karte abgelegt hast, wird ihre Stärke auf die Reihe also angerechnet. Und neue Positionen zum Ablegen von Karten werden frei. Die Stärke ist rechts oben auf jeder Karte mit einer Zahl verzeichnet. Genau, da haben wir jetzt 2, 3, 2, 1. Okay. Welche neue Position, die Karte eröffnet, kannst du an dem Muster der unteren Kartenteils. Okay. Der Gegner. Okay. So, lege nun Karten ab. So ab, dass eine ihrer gelben Positionen mit einer bereits freien Position überlappen. Okay, also da habe ich jetzt mehrere Felder. Ah, ich muss die verwenden, also dir bleibt nichts anderes übrig. Machen wir das so. Nee. Nee. Aber die habe ich doch auch. Wieso kann ich nur hier machen? Das verstehe ich jetzt nicht. So, zwei. Wenn das Positionsfeld einer deiner Karten mit einer Position überlappt, die du bereits kontrollierst, wird deren Rang erhöht. Wie du an den zwei Spielfiguren auf dem Feld erkennen kannst, ist dessen Positionsrang aktuell 2. Also oben, die Linie dann wahrscheinlich, okay. Karten können nun auf Positionen abgelegt werden, deren Rang mindestens so hoch ist wie ihre. Der Kartenrang erkennst du an der Zahl der Spielfiguren links oben auf der Karte 2. Da haben wir sie, okay. Um die stärkere Karte auszuspielen zu können, musst du also die Ränge deiner Position erhöhen. Der hat 3. Okay. Du hast nun eine Position auf Rang 2. Versuche eine Karte desselben Rangs auszuspielen. Okay. Das ist aber Rang 3. Ach hier, ach so, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Gut, okay. So, jetzt haben wir 5, Rang 5 oben, okay. Wenn die Position einer deiner Karten mit der des Gegners überlappt, nimmst du sie ihm weg und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass die Positionsrang sich dabei nicht erhöht. Okay. Gegner ist am Zug. So, dein Zug. Okay. Auf der linken Seite jeder Reihe siehst du deine aktuelle Stärke. Okay. Auf der rechten Seite Stärke. Auf der rechten, die du des Gegners. Die Nachbarfelder einiger Karten sind außerdem rot umrandet. Diese Felder umliegen den Einfluss von Kartenfähigkeiten und haben spezielle Effekte. Platziere deine Karte so, dass du nicht nur die Oberhand, wie möglich viele Reihen gewinnst, sondern auch ihre Fähigkeiten effizient nutzt. Für den Fall, dass du einmal keine Karten ablegen kannst, kannst du deinen Zug mit 3 überspringen. Okay. Gut, das gucken wir mal. Hier ist rot. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Hat jetzt nichts gebracht.
verstehe halt nicht so ganz genau. 3. Nee, kann ich nicht. Bin gerade am überlegen. Er hat jetzt einen fetten mehr wie ich. Aussetzen. So, ist die Partie beendet, werden die Stärke beider Spiele für jede Reihe verglichen. Der Gewinner jeder Rundreihe erhält einen jeweiligen Punkt gutgeschrieben. Achso, okay, also im Endeffekt hängt es von der linken Seite ab, wie viele Karten ich reinballere, im Endeffekt, um mehr Punkte zu bekommen, dass am Ende dadurch ja gewinne, oder wie? Egal wie viele Punkte du in der Reihe also aufgehäuft hast, sind sie niedriger als die deines Gegners, verlierst du sie. Okay, am Ende werden die Punkte aus allen drei Reihen addiert und das Spiel mit den meisten Punkten gewinnt. So, zweite Reihe verliere ich und die dritte Reihe auch. So, er hat 12. Niederlage. Hiermit endet das Tutorial von Blut und der Könige. Wenn du dir das Spiel gefallen hat und du dein Deck um neue Karten erweitern möchtest, kannst du andere Spielern durch gewonnene Partien welche abluchsen. Auch in Geschäften der Städte und Dörfer wirst du mitunter fündig. Und wer weiß, vielleicht wirst du auf deiner Suche nach seltenen und stärkeren Karten ja sogar zu den besten Guerreros der Welt. Hey, ich möchte gerne nochmal spielen. Ja. So. Ich will das gerne gewinnen. Ich möchte das gerne verstehen. So, oder will das Spiel gar nicht, dass ich das gewinne. Also... Gut, wir müssen jetzt kurz gucken. 1-1-1-1. Wir bleiben in der Mitte. So, ja, okay. Wir müssen jetzt verstehen, was da abgeht. Oben hat er 2. So, okay. Machen wir das so. Jetzt warten wir mal. Auf wieder 1. So, jetzt habe ich einen 2er. Kann ich den da reinsetzen? So, jetzt warten wir mal. Yep. So. Das ist auf jeden Fall mein Feld jetzt. Da kann er nichts mehr machen. Es hat ja 5. Jetzt müsste ich am besten mal hochhauen. Die Frage ist halt, wenn er jetzt 5 hat. Mit 2. Nee, ich sollte vielleicht dann schon mal hier unten anfangen. Dass er nicht auf die Idee kommt. Der hat einen 3er. Verdammt, okay. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt nur noch 1er. So. Wir müssen das mit den Effekten noch verstehen. So. Gut. Und jetzt bin ich dran. Kann ich nicht. Ich kann nur noch 1 machen. Muss ich aussetzen? Warum? Wieso muss ich aussetzen? Ach, come on. Schon wieder verloren. Kann er noch eine setzen, wenn wir... Nee. Ja. Ich hab 9. Mal gucken. 5. Ja, 12. Schon wieder verloren. Okay. Man verliert. Also da kommst du nicht drum herum. Oder? Komm, lass uns das noch einmal versuchen. Noch einmal. Es muss ja eine Möglichkeit geben, das auch zu gewinnen. So, wir müssen erstmal gezwungen.
Wir müssen die gegnerischen Effekte natürlich auch nutzen. Und das müssen wir noch ein bisschen verstehen, was das angeht. Natürlich. So. Also. Das ist dann eigentlich egal. Nee, ich muss hier oben. Okay. Es ist noch Tutorial, bis ich oben die Dreierkarte abgelegt habe. So. Okay, also. Jetzt gucken wir mal. Wenn ich das jetzt so mache. Die Karten kann ich halt nicht mehr zurückgewinnen. So, wir hätten hier 2 und 7. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Wenn ich die jetzt hinsetze. Nee, warte mal. Die bringt mir jetzt auch nichts. Okay. Jetzt haben wir die Dreierkarte. So, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Zweier. Aber wieso kriegt er dann die Punkte? Okay, das sieht ja richtig gut aus jetzt. Wir haben noch ein paar Einser, definitiv. Hier, da werde ich das hier. Diese Reihe werde ich auf jeden Fall verlieren. Die untere. Hier, da werden wir nichts mehr machen können. Ja. 8. 8. 8. Aber hier. Warte mal, wo war das nicht irgendwo in den 9? Hier. Naja, da haben wir ja so oder so gewonnen. 5, 5, 5. Wer stechen? Okay. Ja, im Endeffekt haben wir das gewonnen. So. Also man muss eigentlich wirklich die Figuren nach vorne schießen und nach vorne holen, dass man mehr freischalten können. Genau. So, hier haben wir 16 und da ist jetzt Gleichstand. Kriegt keiner Punkte. Haha. Purer Sieg nennt man sowas. Okay, muss erstmal lernen. Okay. Na schön. Alles klar. Schon mal interessant. Da können wir ja gleich mal gucken. Kartendecks. So, was haben wir denn für Karten eigentlich? Zweier. 15, das sind unsere eigenen. Okay. Auf jeden Fall interessant. Jetzt können wir rein. Ah, das ist eine Kiste. Eine Kiste. Alter. Na, jetzt sind die Frauen halt draußen. Jetzt können wir auch hier rein. Die haben wenigstens einen Balkon. Schweinerei. Echte Schweinerei. Sonst wird es hier nichts geben. Abgesehen ein Bild von einer Karte. Von einer Landschaft. Ja, schmeiß mal einfach mal um. So, nach oben brauchen wir eigentlich nicht. Midgar. Sie sind sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7.
Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage. Wir haben am Anfang im ersten Livestream haben wir eine Szene gesehen, wo Tifa, Barrett, sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Links weg transportiert worden. Und da hat der geredet. Der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbel. Und jetzt sind wir trotzdem da. Also irgendwie langsam passt hier. Sein, damit sich die Gäste auch wohlfühlen. Irgendwie passt hier langsam gar nichts mehr. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze. Den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Okay. Und Ausrüstung, kann man was erwerben. Schau genau. Doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Ja, warum nicht? Ach ja, und hast du zufällig deinen Kodex dabei? Ja. In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Kalm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser renommierten Buchhandlungskette. Die Gelehrten dort sind einige der Besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Okay. Bumm. Prüfe deine Ausrüstung. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo sind meine Waffen vom vorigen Teil? Mann, ist das doof. Wir sind Stufe 15. Wir waren in Nibelheim Stufe 40. Das raff ich auch nicht so ganz. Also, okay, also ich finde alles ein bisschen koscher. So, Codex hieß es. Anleitung. Grund, Minispiele. Klavier, okay. Ja, das hat man ja schon. Ausrüstung, Charakterfortschritt. Ja, okay. Ja, okay, alles klar. Sonst finde ich jetzt hier gerade nichts. Statuswerte, nee, das ist es auch nicht. System, Gegner, Datenbank. Wird es wahrscheinlich auch nicht angezeigt. Ja, da werden halt so die angezeigt, die ich halt jetzt schon besiegt habe. In diesem Spiel. Anführungszeichen. So. Okay. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Guten Morgen. Warst wohl ziemlich erschöpft, was? Hast du auf mich gewartet? Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu danken. Dafür, dass ihr mich befreit habt. Aus den Klauen von Hojo. Kleinigkeit. Selbst wenn. Ich begleiche meine Schulden. Ich werde euch begleiten. Yay! Red 8. Ach ja. Wenn du die Ausrüstung prüfst, dann kümmere dich auch um meine. In Ordnung. Ziemlich dreist für einen Neuen. Okay, wenn die Verbundenheit zwischen den Gefährten sich vertieft, steigt die Gruppenstufe, stärkt das Vertrauen zwischen dir und den anderen, indem du mit ihnen interagierst, große Herausforderungen überwindest oder Leute in Not hilfst. Mit höherer Gesundheitsstufe und Vertrautheit werden in den Kodiz neue Fertigkeiten freigeschaltet. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, war das... Das war doch, glaube ich, nicht so groß, oder? Ich kann mich nie erinnern, dass es so ein Gebäude, dass es so eine Welt hier gab. Aber gut, okay. Was haben wir denn jetzt hier?
Überprüfe deine Ausrüstung. Hauptstory. Das ist dann für ein Kartenspiel. Zauberfibel. Was ist das hier? Okay, Stufe 15. Ich will gerne jetzt mal einen Kampfwagen. Was ist? Ich kriege gleich einen Herzinfarkt! Willst du etwa Blutkönigin spielen? Ach du meine Güte, du siehst aber stark aus. Ich hab Angst. Hey, schau nicht so kritisch. Ist es etwa verboten, Gefühle zu zeigen? Mein Name lautet Flenny. Je mehr ich flenne, desto stärker werde ich. Heul mir nach deiner Niederlage nichts vor. Alles klar, okay, also. Gut, okay, also. Das sind alle Karten, die ich habe. 15. Das sind die ersten natürlich, ne? Okay. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Starten wir einfach mal. So, vor dem Beginn jeder Partie hast du die Möglichkeit, Karten aus deiner Hand zurück ins Deck zu legen und dafür neue zu ziehen. Insbesondere hochrangige Karten, die du nicht direkt ausspielen kannst, sind zu Spielbeginn wertlos und sollten gegen solche getauscht werden, damit du unmittelbar die Offensive gehen kannst. Okay, ja, zum Beispiel die hier. Alle anderen kann ich behalten. Karten tauschen. Okay. Wir haben Rang 1, also müssen wir mit 1 anfangen. Wenn ich es so mache, habe ich gleich unten 2. Oben 2. Mhm. Hätte ich gleich einen Dreier. Wartet mal, ich will mal kurz was testen. Nee, ist glaube ich nicht so weise. Hätte ich gleich 4 Punkte. Aber ich kann da nicht weitermachen. Ich muss. Nee. So. Okay. Ich riskiere es einfach mal. Ich bin am Zug. Also wenn ich die ganzen Punkte alle einnehme, kann er gar keine Karten mehr legen. Hallo? Ist ja voll easy dann im Endeffekt, oder? Ich weiß ja nicht. Er kann nichts mehr spielen, weil er keine Felder mehr hat. Ich habe das Spiel ausgetrickst. Lol. Ich kann jetzt so lange spielen, bis ich keine Karten mehr habe.
So, hier haben wir noch einen Dreier. Warte, warte mal. Da haben wir auch noch einen Zweier raus. So. 5-5. Halb so wild. Nee, warte mal. Wenn ich die hier hinsetze, nee, bringt mir nichts. So. Ja. Wir haben locker gewonnen. Wir haben schon über 10, also. Eine. Der hat auch wieder 0 Punkte. Wir haben ihn wieder gnadenlos vernichtet. Sieg. Neue Karte. Dankeschön. So ein Jammer. Ich hab verloren. Aber die Partie ist doch zum Heulen schön gewesen. Zum Stressabbau gibt es halt nichts Besseres als eine Runde Blut der Königin. Aber was muss ich sehen? Du scheinst ja auch ordentlich unter Stress zu stehen. Ich kann es in deinem Gesicht genau erkennen. Lass alles raus. Das hilft wahre Wunder. Tränen bringen Glück. Okay. Wir haben ihn besiegt. Da, 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 da. Ich hoffe, meiner Familie ist nichts Schlimmes zugestoßen. Bestimmt nicht. Frische Luft und grenzenloser Himmel. Ich bin Baron Kalgate. Sehe diese Mauern, wie stolz sie ragen empor. Nein, danke. Ich will erstmal hier hin. Komme ich darüber? Ja, auch Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. In Midgar scheint sich ja Schlimmes zu kommen. Hier ist Ausrüstung. Ups. Sind komplett falsch gelaufen, merke ich gerade. Aber okay. Gut, dann machen wir halt alle in die Mission. Oh, ein schneidiges Schwert. Hallo. Oh, nettes Schwert, das du da hast. Ah, sieht aus, als hättet ihr schon einige Schlachten geschlagen. Gibt aber nichts, was ich nicht noch verbessern ließe. Auch aus deiner Waffe lässt sich sicher noch was rausholen. Was ist? Willst du es mal ausprobieren? Im Hauptmenü kannst du die Waffen deiner Charaktere und Waffenmodifikationen jeweils deine eigene Waffenfähigkeit zuteilen. Je höher die Waffenstufe deiner Charaktere steigen, desto mehr dieser Fähigkeiten und auch Statusverbesserungen stehen dir zur Verfügung. Auf diese Weise kannst du deine Gruppe ganz nach deiner eigenen bevorzugten Spielstil personalisieren. Die Waffenstufe wird individuell für jeden Charakter festgelegt und ändert sich auch nicht, wenn die Waffe gewechselt wird. Du kannst jetzt deine Waffe modifizieren. Ja, machen wir mal. So. Waffenmodifikation. Okay, hier kannst du angelegte Waffen übrigens WP 55 einsehen. Meine Waffe wählen. Panzerschwert. Okay, konfigurieren. Und mit WP kann man dann einstellen, Waffenfertigkeit oder Maximum TP. Alles klar. Okay, automatische Motivation. Okay. So. Tutorial beenden. Alles klar. Das nenne ich aufpoliert. Und eine gut gepflegte Waffe ist eine glückliche Waffe. Du solltest dein Arsenal stets gut in Schuss halten. Oh, und wo du schon mal hier bist, schau dich doch auch etwas um. Neue Waffen findest du während deiner Reisen in Kisten. Und falls du davon mal eine übersehen haben solltest, keine Angst, verpasste Waffen tauchen nämlich freundlicherweise im Sortiment der Waffenhändler in den Städten und Dörfern auf. Waffenhändler führen auch regelmäßig die neueste Rüstung und Accessoires. Statt die
also unbedingt einen Besuch ab. So. Ja, für 3000. So viel Geld. Ich hab 2000, okay. Nee, ich will erstmal gar nichts holen. Ich find's halt doof, dass ich immer noch nicht meine Waffe habe. Oder meine Waffen bekomme. Aus dem vorigen Spiel. So. Wenn du eine Waffe anlegst, kannst du im Kampf die verbundenen Waffenfähigkeit benutzen. Wenn du eine Waffenfertigkeit wiederholt einsetzt, steigst du deine Geschicklichkeit mit Umgang mit ihr. Ist diese maximiert, geht dir die Waffenfertigkeit im Fleisch und Blut. Also so wie im Vorgänger im Endeffekt. Mit ihr spielen, bis sie auf Max ist und dann erst wechseln, um alle Fähigkeiten und alles drum dran rauszuholen, was halt möglich ist, sozusagen. Okay. Guck mal, hier ist Tifa. Hallo, Tifa. Oh. Morgen. Na? Ich glaube, die anderen schauen sich ein bisschen die Stadt an. Ja, sieht so aus. Sag mal, erinnert dich dieser Tank nicht auch an etwas? Sieht aus wie der Wasserturm in Nibelheim. Ich mochte den Turm wirklich sehr. Und jetzt existiert er nicht mal mehr. Okay, Clouds Handeln beeinflusst die Verbundenheit zwischen ihm und seinen Gefährten. Die Verbundenheit wiederum nimmt Einfluss auf den Storyverlauf. Wie deine Gefährten momentan zu dir stehen, erkennst du das Symbol da oder über den Köpfen? Die Symbole werden während der freien Erkundung angezeigt. Du kannst sie aber auch selbst aufrufen, okay? Mit L1. Okay. Was für ein friedlicher, ruhiger Ort. Sehr neutral momentan, okay. Habe ich da verkackt schon oder was? So. Okay. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ah, das ist das ganze Gebiet, was ich machen soll. Da ist noch ein Gegner. Was passiert denn eigentlich, wenn ich gegen so einen Kartenspieler verliere eigentlich? Verliere ich dann eine Karte? Na hoppla! Anscheinend haben wir hier unseren nächsten Herausforderer. Hey, Flatterbursche, Lust auf eine Partie? Das junge Fräulein hier ist Nene, ihres Zeichens Bauchrednerin. Sie ist zwar von Natur aus schüchtern, aber wenn es darauf ankommt, kann sie regelrecht explodieren. Eine Kartenspielerin, die es in sich hat. Also unterschätze sie nicht, sonst kann das Böse ins Auge gehen. Was hat die für eine Stimme? Ist ja schlimm. So. Aber wir haben auch wieder nur 15 Karten. Wo sind denn die anderen? Kartendeck ändern. Ah ja, okay, ja. Hinzufügen. Unten plus 1. So, jetzt müssen wir eine wieder wegmachen. Nehmen wir die weg. So, dann passt's. Gut. Okay. Ja, probieren wir es einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Natürlich. So. Ich möchte keine austauschen. Doch. Warte mal. Nö. Wir beginnen. So. Also. Das Problem ist, wir können jetzt, finde ich, so in der Mitte hat es zu viele Felder. Also. So, mein Zug. Unten habe ich gleich zwei, aber die müssen wir mal sammeln. Das hört sich gut an, oder? So. Überlegen, wie wir das am besten machen. Wenn ich die jetzt hier hinsetze, habe ich genauso viel, aber mit der hätte ich dann plus 2.
Und somit nehme ich die hier. Oder warte mal. Wenn ich die jetzt hier nehme. Ich probier's. Wir können dann immer noch sammeln. Eine Dreier haben wir nicht. Eine Zweier wäre da oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich habe echt das Spiel ausgetrickst. Ich halte es im Kopf nicht aus. Alles klar, okay. Ja. Was soll ich dazu sagen jetzt, ne? Er kann nichts mehr setzen, weil ich die ganzen Punkte nach vorne gestoßen habe. Und somit kann er nichts mehr tun. Und das ist das Lustige. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gucken, wenn ich das mache, dann habe ich wieder einen Einser. Da hätte ich einen Zweier. Da hätte ich auch noch einen Zweier. Ich muss die ein bisschen verstärken, alle, die ganzen Felder. Ja, er kann nicht mehr angreifen. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass ich das so einfach geschafft habe. So. Okay. Es fehlt mir halt eine Karte, um das untere Feld zu verwenden. Aber alles gut. Ja, wir haben halt dafür keine Dreier, ne? Also da kriege ich auch nichts raus. Ja, mir bleibt im Endeffekt nicht mehr viel übrig. So. Wir haben keine Einzelkarten mehr, merke ich gerade. Das ist schlecht. Machen wir hier halt noch ein Zweier draus. Wir haben eine Einzelkarte. Hey. Und somit haben wir alle Punkte auf der Seite. Und somit können wir so machen. Und somit haben wir wieder gewonnen. Also im Endeffekt vorarbeiten und ja, alles zu sich kassieren. 21 zu 0. Yes! Tombury oder Kaktor, Tombury. Was hat er da? Kaktor, meinst du? Ach du Schreck, wir haben verloren. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Da hast du es aber auch mit einem starken Burschen aufgenommen, junges Fräulein. Ich hoffe, du konntest dabei etwas lernen. Wer Angst vor dem Verlieren hat, wird schließlich nie stärker werden. Ich habe genau gesehen, wie du regelrecht explodiert bist, junges Fräulein. Komm. Wir müssen uns noch artig bei dem Burschen hier für das gute Spiel bedanken. Vielen Dank für die Partie, mein Herr. Okay, nett. Sehr nett. Gut. Alles klar, dann gehen wir zum nächsten. Da ist eine Stufe 3. Die Frage stelle ich mir jetzt. Stufe 3. Sollen wir das auch noch schnell riskieren? Komm, riskieren wir es einfach mal. Was für eine herrliche Mauer. Umgeben von ihr fühle ich mich geborgen. Von welcher Mauer redest du? Ich sehe ja keine. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wie kannst du es wagen, meine Barriere zu zerstören und hier einzudringen? Was sagst du? Bist du auch hier, um Keims Mauer zu bestaunen? Oder bist du gekommen, um dich mit mir bei Blut der Königin zu messen? Mein Name lautet Zahira. Mein Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass ich ganz wie die Mauer von Keim stets die Stellung halte und niemals zurückweiche. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, wird es dir bei mir schlechter gehen. Überlege es dir daher gut, ob du gegen mich antreten willst. Natürlich.
So. Jetzt machen wir das aber anders. Wir tun das Deck ändern. Denn wir nehmen die hier rein. Denn die sind nicht so verkehrt. Halt, was mache ich? So. Wir müssen eine rausmachen. Karten im Besitz. Deck 1. Welche konnte ich überhaupt nicht verwenden? Zweier brauche ich definitiv. Die Dreier können wir rausmachen. Davon haben wir zwei. Davon haben wir zwei. Kaktor ist eigentlich auch nicht verkehrt. Oder der hier ist auch nicht verkehrt. Das ist halt schwierig jetzt, ne? Die brauche ich auf jeden Fall. Die brauche ich halt mehr. Weil die sind richtig gut. Die kann ich in der Mitte richtig vorpushen. Und dann oben und unten dann im Endeffekt die ganzen Sachen dann aufwerten. Dann sozusagen um Zweier und Dreier. Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal so dabei. Der bringt mir nichts. Lassen wir es einfach mal so, wie es ist. So. Okay, let's go. So, welche du mir austauschen? Die du mal austauschen, die bringt mir gar nichts. So, da fangen wir gleich an. Nummer 1. Nummer 2. So. Wir könnten so machen oder so. So. Okay, er kann es auch wieder zurückgewinnen, sehe ich gerade. Wir hätten hier dann einen Dreier. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir haben keine Dreierkarte. Wir haben auch keine Einserkarte mehr. Wenn ich die jetzt da oben hinsetze. Also er kann die da oben auch nicht machen. Ich würde warten. Eher warten, dass ich da irgendwie was hinkriege. Dass ich da was machen könnte. Wir brauchen auf jeden Fall das da. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir die Punkte sammeln. Wir haben 4. Okay, der hat oben 2. Das müssten wir im Endeffekt gucken. Dann haben wir oben. Ja, der hätten wir auch schon gewonnen im Endeffekt. Weil er kann außer 2 und 1 nicht mehr setzen. Er kann noch raus was rausholen. Da dürfen wir jetzt, da müssen wir jetzt echt aufpassen. Da unten nehme ich einen Zweier, da will ich das jetzt noch nicht reinsetzen. Kann gut sein, dass wir noch eine Einserkarte kriegen. Ich habe jetzt gerade kein Bild im Kopf. Okay, er hat 6. So. Wir haben 8. Okay, mein Zug. Okay, wir haben verloren. War ein Versuch wert. Also ist dann doch... Bei den Einfachen hat es noch funktioniert, jetzt nicht mehr. Wir haben nur 4 und der hat 8. Oder ja, mehr. Aber es passt ja. Man lernt raus. Und die Frage ist... Erneut, Herausforderung. Das kriegen wir noch hin.
Wir müssen jetzt halt mal ein bisschen schlauer vorgehen. Wir müssen halt die ganzen Punkte rausholen. So, ich würde sagen, das lassen wir mal. Ups. So, dein Zug. Okay. Mhm. Da kriegt man auch nochmal Zweier. Das Problem ist, wenn ich die halt hinsetze, kriege ich halt gar nichts. Ist halt tot. Eine tote Todeskarte im Endeffekt. Und wenn ich die hier hinsetze, sieht ja schon besser aus. So. Wieso kann er die übernehmen? Das ist blöd. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Ich kann die aber auch nicht mehr zurückholen. Da würde ich jetzt eine Dreier verballern. Wenn ich die jetzt hier einsetze, kriege ich die wieder zurück. Okay. Mhm. Okay. Ich habe halt keine Dreier, ne? Eine Einser hätte ich noch. Aber ich kann nirgendwo was platzieren. Da kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Ja, die Karten sind ein bisschen blöd. Tja, ich kann jetzt auch wieder nichts legen. Okay, also wir haben wieder verloren. Ja, die Karten sind dann ein bisschen blöd gelegt. Aber egal. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nächste Runde. Neues Glück. So. Okay, Deck bearbeiten. Wir müssen ein bisschen was anderes nehmen. Wir nehmen das da und wir nehmen jetzt mal die hier mit rein. Dafür nehmen wir... Die sind eigentlich auch nicht schlecht, aber... wir brauchen Einser definitiv. Die nehme ich jetzt mal raus und die nehme ich mal raus. So. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Möchte ich eine austauschen, die ich doppelt habe? Nehmen wir mal erstmal die hier raus. Gehen wir in die Mitte. Ja, das. Ich würde gerne lieber die spielen. Dann hätte ich gleich ein gutes Blatt. Oder? Warte mal. Machen wir das mal so. Ob es schlau wird, ist eine andere Frage. Muss die Fette wieder zurückgewinnen. So.
Ich habe die erst zurückgewonnen. Wieso ist es schon wieder weg? Ich verstehe es nicht. So. Das hat er mir schon wieder alle weggenommen. Ich komme nicht voran. Okay. Gut. Ja. Wir haben wieder verloren. Gnadenlos. Ja, doppelt. Okay, es ist gar nicht so einfach. Also die Idee war ja nicht schlecht. Man muss halt auch die richtigen Karten bekommen. Sonst funktioniert das halt nicht. Ja, den Hund brauchen wir nur einmal. So. Jetzt haben wir die hier bekommen. Okay. Nee, da kriege ich hier eine Zweier. Aber könnte ich auch die hier spielen? Nein, die kann ich auch nicht hier spielen. Das ist eine Dreier. Das war jetzt vielleicht, glaube ich, blöd jetzt, was ich gemacht habe. Ja, das war jetzt nicht so schlau, was ich getan habe. Fünf. Sechs. Sechs. Egal, ich komme da nicht oben hin. Ja, war nicht schlecht, aber der Gedanke war blöd. Ich gehe wenigstens nicht mit leeren Händen aus. Aber der hat halt 10. Wir kommen langsam ran. Der hat halt einfach bessere Karten, merke ich gerade. Wir müssen das irgendwie noch hinkriegen. Ich check mal kurz dabei mal den Chat. Ich muss noch eine Stunde warten, bis ich spielen kann. Ja, leider. Und derjenige, der auf Englisch redet, bitte auf Deutsch schreiben. Dankeschön, das wäre nett. Dann kann ich dir entgegenkommen. So, es ist schwierig. Schwierig, schwierig. Wir müssen mit den Karten zurechtkommen, die wir haben. Ich riskiere es einfach. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, was würde die Karte bringen? Die macht plus 1 dann. Dann hätte ich hier oben ein Feld, da würde gar nichts bringen. Außer eine Zweier. Aber eine Zweierkarte habe ich dann ja nicht. Würde ich dann wahrscheinlich reinkriegen, aber. Probieren wir es einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Runde geladen ist es schon, aber hab Jahre in Hand gelebt und die Freischaltung geht der irischen Zeit. Ja,
Hättest du mal doch lieber die digitale Version, die analog, ja, die Disc-Version bestellt, dann könntest du es jetzt schon spielen. Wohl oder übel, sage ich mal so. Überleg gerade. Wir müssen ein bisschen Punkte sammeln, sonst kommen wir nicht voran. Er hat halt zu starke Karten, das ist das Problem. Und ich habe halt nur Schrott. Die ganze Zeit. Könnte man auf 4 hocharbeiten. Und hier auf 2. Ich krieg ja auch keine Karten, ne? Ich krieg per 2 keine Karten, die mir auf 2 oder 3er Stufe bringen. Ich kann nicht machen, was ich will. spricht. Du weißt nicht, wie man Englisch spricht? Nö. Brauche ich auch nicht. Wer braucht das schon? Oh, come on. Wieso habe ich jetzt... Hä? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das habe ich verloren. Einmal in den Chat geschaut und schon ist alles vorbei. Yay. Unkonzentriert. Wir müssen die ganzen Dinger nach vorne kriegen, sonst bringt das nichts. Die hat aber auch viel bessere Karten als die ganze Zeit. Ist doch scheiße. Komm, egal. Kann ich offscreen mal machen. Diese Mauer war wohl zu hoch für dich. Ja, scheint wohl der Fall zu sein. Aber ist okay. Alles gut. So. Dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach zum nächsten Punkt. Cloud, guten Morgen. Na, was machst du hier? Ich hab dich gesucht. Ach so. Willst du ein Buch kaufen? Falls ja, hast du danach vielleicht Zeit? Wir könnten auf den Turm steigen. Warum nicht? Klar, warum nicht? Wirklich? Toll! Also gut, ich besorg die Eintrittskarten. Wir treffen uns vor dem Turm. Okay. Bis später. Ich freue mich schon. Gut. Tag auch. Willkommen in der Zauberfibel. Wohl noch nie mit einem Kodex gearbeitet, was? Um sich das darin enthaltene nützliche Wissen anzueignen, bedarf es einer gewissen Grunderfahrung. Sie sehen allerdings aus, als wären Sie bereit dafür. Probieren wir es doch aus. Die Mitarbeiter der Buchhandlungskette Zauberfibel helfen dir über die ganze Welt verstreut beim Studium deiner Kodizes, okay, über die deine Wissen mehrere und deine Fähigkeiten verbessern kannst. Jeder Charakter besitzt einen eigenen Kodex mit zahlreichen Wissensknoten, die mit WP-Waffenpunkte freigeschaltet werden können. An abgelegten Orten hat die Zwiebelfibel freundlicherweise Automaten aufgestellt, an denen du dieselbe Dienste in Anspruch nehmen kannst. Okay. So. Was ist denn dein Plan für die Woche? Naja, Final Fantasy zocken. Schalte im Kodex eines Charakters Wissenskerne frei, um diese Statuswerte zu erhöhen und neue Fertigkeiten, die Grundfertigkeiten zu erlernen. So, gucken wir mal. Cloud. Ja, das ist dann im Endeffekt, ja. Das ist faire im Endeffekt wie bei Final Fantasy X. So, was können wir denn machen? Blütensturm, aha. Ja, das haben wir ja schon in der Demo gesehen. Merke ich gerade. Ist ja nur ein Test. Okay. Na also, der Anfang wäre gemacht. Aus den Kodizes kann man übrigens noch mehr rausholen, wenn man enger mit seinen Mitstreitern vertraut ist. Wenn ich wieder mal was für Sie tun kann, schauen Sie jederzeit rein. Ja. Was kann ich heute für Sie tun? Ich möchte nur mal gucken. Wir haben keine Punkte, merke ich gerade. Barrett, okay. Wie sind denn Chinesen? Ist das doppelt hält besser? Ermöglicht es im Team, als solche Verteidigungshaltung einzunehmen.
Verteidigung ist besser wie Angriff. Was ist hier? Luft und greifen gemeinsam an. Mhm. Führt im Team einen Sprungangriff aus. Ja, ich denke mal, wir werden sowieso dann alles freischalten. So, da muss ich wahrscheinlich erst das erste freischalten, oder? Nee? Okay. Gewährt Schutz durch einen Gefährten, ohne die eigene Aktionsfreiheit einzuschränken. Hm. Hilfe, greift tiefer, weitflächig. Aus der Luft dann. Nehmen ja. Sagen wir mal, genau, okay. Was? Ja. So. Okay, haben wir ausgegeben. Bitteschön. So. Okay, ab zum, was auch immer es sein soll, wo Aerith auf uns wartet. Kann ich mit dir drum reden? Ein bisschen entspannen, aber ja. Ja, ab. Tusch die Mitte. So, ich check mal. So. Ach du Scheiße. Okay, ich danke dir erstmal. Ich tue dich jetzt mal auch bei Namen nennen, wenn ich es hinkriege. Noah Jaco 64. Dankeschön, dass du das erstmal übersetzt hast. Aber der ist schon längst weg, denke ich mal. Ist wieder so Werbesblocker oder sowas, keine Ahnung. Hey, ich finde deinen Kanal gut. Aber ja, keine Ahnung, was auch immer. Egal. Gut. Ja, das schauen wir erstmal. Eine Vorwarnung für dich schon mal, wenn dir auch die Idee vorgekommen ist, hey, wenn ich das Spiel ja spiele, dann kann ich ja bestimmt die ganzen Sachen mitnehmen, das Level mitnehmen, die ganzen Waffen mitnehmen. Bis jetzt Pustekuchen. Und die Demo musst du auch nochmal spielen. Ist das wirklich wahr? Ist die Platte in Sektor 7 abgeschlossen? Sehr schön, so bleiben. Wir auch Fotos machen. Oh, die Kamera ist doch doof hier. Ja, gut. Okay. Cloud, hier bin ich. Na dann, los geht's. Okay. Hm. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es hier alles so gab. Also definitiv. Also okay. Raffiniert gemacht. Muss ja jugendfrei bleiben hier alles. Und das war die Eintrittskarte für Besuch für den Turm. Okay. Midgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren.
wahrscheinlich. Okay. Dann würde ich sagen, let's go nach ab nach unten. Manchmal gibt es Momente, wo ich sagen muss, ich würde dann gern lieber das Original haben als Remake. Bei manchen Stellen würde ich gerne lieber das originale Feeling haben. Okay, ich gebe mein Bestes. Niemand hier! Wir gehen stecken die nur. Hey, sieh da! Was Verdächtiges bemerken? Okay, dann machen wir das natürlich. Ist irgendwas vorgefallen? Wir suchen nach Flüchtlingen. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Also, nein, das können Sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut. Begeben Sie sich nach Hause. Warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also, Sie stören die Fahndung. Verschwinden Sie! Das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an Final Fantasy 9. Wir durchsuchen gerade die Häuser. Macht hin! Sie dürfen uns nicht entwischen. Oder sollte es ein Hommage an Final Fantasy 9 sein hier? Der Anfang? Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Ich sag schon mal Danke. Okay, Synthese, das kennen wir aus der Demo. Die Erweiterung der Demo sozusagen. Da gab es das Yundon-Region. Und da konnte man auch schon Sachen sammeln und dann wie Erze und etc. zusammen generieren und herstellen. Ja, können wir einfach mal kurz reinschnuppern, dass es dann jeder was gesehen hat. Im Endeffekt so. Kurze Erklärung, wie gesagt, Synthese. Und dann hat man hier mehrere Sachen. Man tut halt sammeln hier, Salbei, Segen des Planeten und. Und damit kann man dann halt auch Gegenstände herstellen, so wie zum Beispiel einen Heiltrank. Braucht man nicht kaufen, kann man sich Geld sparen, müssen wir halt mehr grinden, was das angeht. Aber, ja. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ab nach unten. Hallo. Tifa, ich bin wieder da. Ein Glück, du bist unverletzt. Entschuldigung. Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Mit solchem Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Gut, dann los. Let's go. Und die Farm kenne ich. Also wenn es wirklich die ist, die mir das gesagt worden ist, also wenn es wirklich die sein soll, dann ja. Wird sehr viel gevögelt. Nein, gefiedert. Wie war es am besten? Ja. Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Kitzerkraut. Oder wie das heißt. Bevor wir da reingehen, nehmen wir die Kiste hier mit. Die könnt ihr wenigstens auch mal einsammeln. Eieieiei. Immer muss man alles alleine machen hier im Spiel. So. Dann ab nach draußen. Das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Los. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Ja.
dann, den letzten beißen die Hunde, Leute! So, wer am Kampfgeschehen teilnehmen soll, kannst du über die Kampfeinstellungen im Hauptmenü bestimmen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 3 unterschiedliche Gruppenkonstellationen aufzustellen, zwischen denen du außerhalb im Kampf die Kommando über wechseln kannst. Hey. So, auf der Karte, die sich mit Touchpad öffnen lässt, werden Ziele, wie die für die Geschichte relevant sind, automatisch markiert. Mit R3 hast du auch die Möglichkeit, Zielmarkierungen manuell zu setzen. Okay. Also, Erkundungsziel, eigene Zielmarke, Auftragsziel, storyrelevante Ziele. Okay. Gut. Yay. So, wen nehmen wir denn mit Kampfeinstellungen? Gruppenmitglieder wechseln. Also, wir haben momentan... Nein. Ich könnte das so machen. Wie kann ich denn wechseln? Kann ich es nicht einstellen, wie ich es möchte? Achso, ah, sorry. Kann ich das? Geht das denn jetzt auch? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich kann Anführer wechseln, wie ich will. Am Ende bleibst du trotzdem immer mit Cloud. Da kannst du machen, was du willst. Ich dachte, man könnte jetzt mal mit Tifa und mit Aerith oder so mal ein bisschen durch die Welt laufen. Nein. Das Spiel kann kein Leiden. So. Ups. Achso, mit Dreieck tut man ja einsammeln, stimmt ja. Ja, das sind jetzt die Sachen, die hier rumliegen, selten und etc. Für das Synthese-Material. Nicht klar. Alles klar. Macht ja auch Sinn, ne? Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwas hier Bekanntes oder Unbekanntes, wer weiß. So. Wieso wurden wir? Da war doch gerade bis Marco. Marco! Polo! Ah, die Kleinen hier. Analyse. Feuer, okay. So. Ja, da heißt es wieder schön leveln. Um voranzukommen. Um Vorteile zu ziehen bei den nächsten Kämpfen. Ob die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Nee. Weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei. Meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von Weitem. Die hier greifen nicht an. Hm. Oh. Schatzversteck gefunden. Finde die meisten heiligen Fabriken Wohlräume. Hier gibt es Schätze zu entdecken, die über die Jahre längst zur Vergessenheit gerannt sind. Wenn du alle Schätze gefunden hast, ist die Schatzsuche beendet. Und wo war jetzt der Schatz? Hä? Nee. Warte mal. Ach, hier. Ist das im Gebäude? Heilspray.
Ach, das war der Zielort. Also das war das doch die Kiste hinter der Wand. Okay. Dann haben wir das ja schon. Alles klar. Mokri-Medaille. Hier ist auch noch eine Kiste. So, Jäger der verlorenen Schätze. Hey. Sehr schön. Das war eine Trophäe, weil wir jetzt alle Schätze in diesem Gebiet haben, in diesem Bereich. Sag ich mal so. Ja, so. Wir wollten ja erstmal wieso mal auf die Karte gucken. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist Produs Bekannter, genau. Akt beschlossen. Hauptstory. Aber das ist doch Kalm. Von da kommen wir doch. Da können wir doch nicht mal zurück. Hm. Okay, lass uns einfach mal weiterlaufen in diese Richtung. So. Ob man da oben lang gehen konnte? Hm. So, wir gehen erstmal dorthin, wo wir hinwollen oder hin sollten. Eine Kuh, eine Mäh, eine Tätretete. So. Da gibt es einiges zu erkunden, merke ich hier. So, wir sollten ja hierher laufen. Hä? Achso. Der Questmarker. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shindra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shindra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Okay. Nebenstory abgeschlossen. Sehr schön. Ah, okay. Das sind ja die Außenstellen. Verkaufsautomaten, alles klar. Kissen. Sollten wir uns kaufen. Oh, was war das denn? Seelenohrringe. Armreif. TP-Boost. In Besitz 1, okay. Analyse. Chakra wieder. Okay, wie im vorigen Teil. Kissen haben wir 5. Wir kaufen das eine hier, weil es im Angebot ist. So. Okay, Phönixfeder haben wir 3. Gegengift. Können wir, glaube ich, herstellen. Oder warte mal, war da noch was? Im Angebot? Ja. Robuster Armreif. Nimm mir einfach mal. Einen geschenkten Gau, schaut man nicht ins Maul. Oder, ja. So, wir checken mal kurz die Karte. So, ups. Das war zu weit. So. Unser Ziel ist da die alte Anlegestelle. Hier ist Wasser. Stimmt. Hier ist. Ups, hey, da wollte ich nicht hin. Zurück, zurück, zurück. So. Hier ist Midgar. Und im Endeffekt sind wir jetzt da lang gelaufen. Und als nächstes werden wir wahrscheinlich dann hier irgendwie lang laufen, dass wir dann runterkommen. Fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. So. Was ist das da für ein Tier? Oh, die Elefanten.
Viele Gegner können mit Angriffen, die ihr elementare Schwachen ausnutzt, schockierend an Angriffsfortan. Okay. Aber brauche ich erstmal ATB-Balken, um herauszufinden, was sie sind. Wirksam Feuer und Eis. Okay. Autsch. Ach, das sind die. Stimmt ja. Jetzt weiß ich, wer die sind. Es wird ausgezeichnet. Yay. Wenn du mit Beschwörungsmaterie ausgerüstet bist, erscheint im Kämpfer eine Beschwörung leisten. Okay. Ja, Beschwörer leistet, dankeschön. Wenn ich meine Sachen kriegen würde. Ja, also. Shiva habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht bekommen, habe ich das Gefühl. Warten wir einfach mal. Beschwörung, Shokomokri. Shiva! Imposante Unterstützung. Jep, ich weiß. Bring es hinter uns. Geschafft. Yeah, level up. Okay. Na schon. Shiva habe ich wenigstens, aber Bahamut fehlt mir. Das ist ein bisschen doof. Ob man den noch nachträglich kriegt. Das wäre auch schön. Wer bist du denn hier? Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Hm? Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ja. Ach, ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Hä? Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Kommt mich doch mal auf meiner Farm besuchen, wenn ihr Zeit habt. Ich kann hier gerade nicht weg. Tut mir leid. Chocobo Bill? Okay. Mir fällt jetzt gerade partout nicht ein, wer das sein könnte. Fühlt sich für mich so unbekannt an. So. Da sind noch Gegner. Feuer und Eis. Was ist das für ein Elefant? Der ist ja mal voll aggro. Feuer! Jetzt! Hang jetzt hinter uns! Okay, es ist noch nicht vorbei.
Da hat gerade jemand auf mich geschossen, oder nicht? Hat sich so angefühlt. Nee. Die haben keinen Bock. Die rennen wieder weg. Dann lass sie wegrennen. Es ist schön, dass ein großes Gebiet hier ist. Das ist schon mal toll. Kann man viel machen. Jetzt oder nie. Und jetzt. Das war's. Der Feind ist geschwächt. Keinen kommen. Ne, wo denn? Hat sich versteckt. Jetzt oder nie. Das war's dann wohl. Yay. So, noch 200 Meter, meine Damen und Herren. Oh, das ist ein seltenes Wiesentitan. Hat sich auch interessant an. Da ist eine Kiste. Das soll das stille, ruhige Ortchen sein? Sieht man nicht danach aus. Prachtklinge. Und der hätte ich mir erst gekauft fast. So, wie viel haben wir denn hier? Konnte man nicht irgendwie gucken? Egal. Der aufeinanderfolgende Hebel eben der Offensivhaltung. Gift. Gewitter fehlt mir irgendwie. TP-Boost. Wieso hat Barrett das Ding? Geht's noch? Wieso hat Tifa nix? So. Haben wir eigentlich noch mal heilen? Ich glaube nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen aufwerten. Spur von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So. Und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja. Ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann... Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt! Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool! Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Sieht so aus. Okay. Alles klar. Also, dann heißt es wieder für uns, wieder zurück, einen Chocobo auskleiden auf dieser Seite und somit, ja, haben
haben wir noch einiges zu tun. Das ist ein schön großes Gebiet, was man hier bereisen können. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Aber man muss dazu sagen, jetzt erste Mal machen wir hier Pause, denn meine Augen tut langsam weh. Wir haben auch spät. Ich weiß gar nicht, wie vor wir haben. Ich muss mal kurz checken. 0.37 Uhr schon. Eieiei, zwei Folgen und über fast zwei Stunden, glaube ich. Ja, fast zwei Stunden. Also wir haben vier Stunden heute aufgenommen am ersten Tag. Und das ist schon einiges. Und so würde ich sagen, ja, kommen wir zum Ende. Ich werde auf jeden Fall dann später weitermachen, nach dem Schlafen, denke ich mal. Und in der Zwischenzeit werde ich mal mich ein bisschen austoben, sozusagen. Und somit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder hier mit dem wunderschönen Spiel Final Fantasy VII Rebirth. Und somit sage ich einfach mal, wiederschauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Euer ChristianEsche3000 hier auf Twitch und dann später auf YouTube für euch natürlich auch. Tschüss.